Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Zeigt mir eure Antworten. Ah, ich hab so Gutes. Ui. Ich nehme das. Ich nehme das. Ui, ui, ui. Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Einer Frau im Rollstuhl sagen, dass sie nicht zu faul sein soll. Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Ein herausgerissenes Genitalpiercing mit dranhängender. Alle Männer sterben gerade. Ich sterbe mit, kein Problem. Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Ein betrunkenes Meerschweinchen. Das hat meine Mutter früher. Das Bild dazu, so ein besoffenes Meerschweinchen. Pocket durch die Gegend, fällt die ganze Zeit um. Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Fingernagel schneiden mit einer Kettensäge. Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. In ein T-Shirt wichsen und es aus Versehen am nächsten Tag in der Schule anziehen. Am besten ist das T-Shirt dann noch schwarz. Ja, am besten, ja. Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Am Ende nicht so schlimm wie Hämorrhoiden. Fingernägel schneiden mit der Kettensäge würde mein Armproblem instant lösen. Als wenn du dich verschneidest. Kitty, das Buttermesser an dem Boot steht noch, ne? Nein. Andersrum. Ham und Ham würden perfekt in einer Folge von Mitten im Leben passen. Habe ich nie gesehen, aber wird schon irgendwie. Das ist Hartz IV TV, RTL Fernsehen, das musst du nie gesehen haben. Ja, das so viel weiß ich. Habe ich auch nie geguckt. Nee, muss man auch nicht. Okay, let's start. Fängst du wieder gut an? Ja, okay, ich klicke drauf, okay. Adolf Hitler und... Oh, nee. eine bakterielle Infektion und eine Detailfotoausstellung. Wird perfekt in eine Folge von dem Leben passen. Deine Mutter und die Unterhose der Pandora wird perfekt in eine Folge von Mitten im Leben passen. Moment, ist auf dem Discord nicht jemand, der sich Pandora nennt? Schlecht kopierte China-Ware und auf der Geburtsstation in den Brustkasten furzen. Perfekt in eine Folge von Mitten im Leben passen. Hätte er endlich mal wieder ein Thema. Deine Mutter. Und eine Windmühle von voll mit Leichen. So schwarz sein, dass man nicht einmal mit dem Nazi kriegt. Und Juden sind. Also es ist mir sehr leid, aber ich bin einfach ein kleiner Nazi. Ja. Danke. Die würden vor allem gut in der Sitcom passen. Die würde ich mir tatsächlich sogar angucken. Punkt, kam neulich im Kino. Der Film handelt von Punkt und Punkt. Also wir brauchen Filmnamen und zweite Handlungen. Manche gibt halt leider auch wirklich Sinn als, aber ich finde es einfach so passend. Schwierig.
sie gönnen. Sich langsam einzelne Stücke von den Ohren abschneiden, kam neulich im Kino. Der Film handelt von Der mit dem Auge des Teufels und Minecraft. Kettensägenhände kam neulich im Kino. Der Film handelt von Kindergartenausflug in die katholische Kirche und nasal jodelnde alten Ziegen. Das ist nicht schlecht. Ein Leben voller Trauer und Einsamkeit kam neulich im Kino. Der Film handelt von jemanden von der Klippe schubsen und einfach weggehen und afrikanische Kinder, die mit aufgeblähten Bäuchen verhungert sind. Oh, oh, oh. Uff. Der weibliche Orgasmus kam neulich im Kino. Der Film handelt von 72 Jungfrauen und sich an die Spitze. Das passt gut. Mein Call ist, das ist Nadja. Ja, safe Nadja. Ein feuchter Flutschfinger kam neulich im Kino. Der Film handelt von eine kickboxende schwangere Frau und brennende Hämorrhoiden. Haselnüsse kam neulich im Kino. Der Film handelt von Abtreibungen essen. Eine Brause mit und eine Brause mit Klopapiergeschmack. Wie geht's? Das passt einfach. Bin ich eigentlich so berechenbar? Ja. Ja. Vor allem dein Call noch vorher, das passt sogar. Oh mein Gott, warum muss ich solche Sachen vorlesen? Was fehlt Afrika? Haut mal raus, Leute. Es kann nichts Nettes werden. Nee. Ich hab nichts Gutes. Mal schauen, ob es deinen China-Spruch toppen kann. Also ich hab Entscheidung zwischen zwei Stück. Den China-Spruch, den erwähnen wir nicht mehr. Welchen nehme ich? Ich habe nichts, was gut passt, also schmeiße ich eine Karte eher weg. Was fehlt, Afrika? Kondome mit Zigarettengeschmack. Oh, warum muss ich das vorlesen? Oh Gott. Was fehlt, Afrika? Diese verdammten Geburtstagskarten, wo kein Geld drin ist. Wie gemein. Mm. Oh. Was fehlt Afrika? Sexuelle Schwungmasse. Das nein, ist richtig. Definitiv nicht. Wir haben ja nichts zu essen, also. Also von dem her. Was fehlt Afrika? Ungefähr 10 Kilo frisches Pferdesperma. Ja gut. Okay. Jeder braucht Transportmittel. Warum nicht auf die Welt bringen? Was fehlt Afrika? Zigaretten. Mit Kondomgeschmack. So. Was fehlt Afrika? Handgranaten. Es tut mir leid, ihr werdet mich hassen, aber... Oh, yes. Sein. Yes. Ich habe ja es musste sein. Ja, die Zigarettenkarte hatte ich mir weggeworfen. So, ist gerade bei Lidl im Angebot. Ich habe eine wunderbare Karte gerade bekommen nach der Runde jetzt. Die muss ich irgendwann einbauen. Uff, okay. Keine guten bekommen. Ich lösche die ganze Zeit immer nur. Erstgeborenes an dem freundlichen Pädophilen der Nachbarschaft verschenken ist im Lidl gerade im Angebot. Okay. Unglaublich stinkende Scheiße ist in klingt nach Lidl. Ja. Ja. Nichts abseits der Norm. Hört sich schon mal gut an. Eine kleine süße Hand
Hanfpflanze ist in bei Lidl gerade im Angebot. Würde ich kaufen gehen? Da wurde aber die ganze Stadt bei mir da im Lidl sein. Ne? Eine Tonne voller Scheiße. Schon wieder! Wir müssen die Tonne mit der Scheiße mit der unglaublich stinkenden Scheiße kombinieren. Es zeichnet sich ein Muster ab, oder? Jetzt wissen wir alle die Meinung. Weiß der Geißel der Menschheit ist bei Lidl gerade im Angebot. Okay. Und okay, kann ja man gut. Muss man aber nicht. Weird flex, but okay. Ist schwierig. Aber ich denke, dass hier doch ein bisschen besser ist. Ja. Die Handflitze. Ich habe mir im Internet bestellt. Uff. Was habe ich mir letztens bestellt? Ich weiß das nicht mehr. Okay. So, ich hab mir letztens im Internet bestellt Plastiktitten. Kann man machen. Ja. Warum nicht, ne? Ich hab mir mein Sexleben im Internet bestellt. Ist möglich. Einmal alles von Eis.de bestellen. Das komplette Angebot. Aber bedenk, was kann man nicht im Internet bestellen? Ich hab mir Hitlerix erobert Polen im Internet bestellt. Okay. Als Comic bestimmt. Ja, so, ja. Kann man mal was zu lesen, ne? Ja. Ja. Ich hab mir alte faulige Fotzenlappen im Internet bestellt. Was auch immer man damit macht. Dann nehme ich noch die Plastiktitten, ist mir lieber. Als Mauspad wieder, ne? Huh? Ja, hey, oh komm. Ich hab mir Vorschule für kleinpimmelige Vollidioten bestellt. Und ich hab mir lieb 10-jährige Mädchen mit Zöpfen und Sommersprossen im Internet bestellt. Ich hoffe, das ist kein echtes Buch. Aber hier die neue Verfilmung, ne? Ja, danke. Hitlerix erobert Polen, sehr geil. Das ist auf jeden Fall genial, ja. Wenn ich in 14 Tagen sterben müsste, dann würde ich als letztes Punkt, Punkt, Punkt machen. Ich habe auch gar nicht gerade mein Mikrofon geschlagen. Nee, gar nicht. Trophon hat dir nichts getan. Doch, es hat mir alles getan. Das ist der Grund, warum du hier bist. Also, wenn ich in 14 Tagen sterben müsste, dann würde ich als letztes laut in der Kirche furzen. Okay. Wenn ich in 14 Tagen sterben müsste, dann würde ich als letztes einen Wahrsager morden, um zu zeigen, dass er nicht alles vorhersagen konnte. Clever. Wenn ich in 14 Tagen sterben müsste, dann würde ich als letztes den Limmel auspacken. Okay, sollten wir was wissen, Nadja? Wenn ich in 14 Tagen sterben müsste, dann würde ich als letztes Abführzäpfchen einführen, obwohl noch 10 andere drin sind. Wenn ich in 14 Tagen sterben müsste, dann würde ich als letztes mit dem Hodensack in der Party. Aua, das tut weh. Wenn ich in 14 Tagen sterben müsste, dann würde ich als letztes
Texte mit Schweineblut haben. What the fuck? Jeden aber kennt doch nicht. Jeden sein Fetisch, sag ich mal. Ja, warum auch nicht, ne? Nehme ich das, was ich am besten nehme, oder das, was ich am verstörendsten finde? Was musst du wissen? Eigentlich, was du am besten findest. Nein, das, was du am geilsten findest, als Antwort. Ja, das, ich finde das am besten. Ach, Manu. Ja. Sommerknallin, hör auf. Das, das wird eng. Das wäre etwas, was ich nein, gerne machen würde. Bla ist mein Vater von Beruf. Mag ich meinen Vater oder mag ich ihn nicht? Weiß ich, habe ein paar gute. Mäßig, ob ich meinen Vater mag oder nicht. Oh Gott. Werden. Das, was ich gerade reingesendet habe, mein Vater würde mich dafür umbringen, wenn ich das über ihn sagen würde. Mein Vater würde meine Leiche zerstückeln dafür. Ja. Oh Gott. Aber nicht vorhin eine machen, oder nicht? Oh, das kann was werden. Ich hoffe, meine Karte ist nicht die erste. Schwimmunterricht auf der Titanic ist mein Vater von Beruf. Also Schwimmlehrer. Eine verlogene Jungfrau ist geht mein Vater denn? Von Beruf. Wie ist er denn dein Vater? Operativ sammeln? Okay. Ein... Adoption? Arschgefickter Tropenvogel. Oh, 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 oh. Tränen unterdrückter Sklaven ist Vater von Beruf. Stock im Arsch ist mein Vater von Beruf. 10- bis 12-jährige Vögeln und trotzdem sagen, dass man nicht pädophil ist, ist mein Vater von Beruf. Eieiei. Ich hab doch gesagt, mein Vater würde mich dafür umbringen. Und gehören zu den Todsünden. Boah, jetzt will ich gutes Zeug sehen von euch. Oh Gott! Ups. Okay. Neutrale Fotostellung. Und ein Penislängenvergleich gehört zu den Todsünden. Flüchtlinge. Fette Kinder mit Einkaufen. Bei einem Mann, okay, Rechtschreibung, den Penis vorne reinstecken und deinem Freund mit einem Messer in den Rücken stechen. Am besten noch beides gleichzeitig. Oh, ich hab ein Bild im Kopf, ich werd's nie wieder los. Das Bild hat sich bei mir auch gerade befestigt. Oh Gott. Eine Sammlung besonders der Popel farblich sortiert nach Rot, von Rot nach Grün. Verkleidet und verkleidet sich als Kurlob ist an Halloween. Facebook und Wipser erwarten und ja, Facebook ist eine Todsünde, das stimmt. Ja, Facebook ist eine Todsünde. Ich bin Afrikaner auf dem Boden. Und Antiallergene sind ich bin Afrikaner auf dem Bauchgürtel und Bauch, man hat schwarzen Gürtel. Nee. Ey, oh Gott. Das war echt gute. Mann, oh. Ja. Ich liebe den so schwarzen Gürtel. Ich hab nur so einen Scheiß. Hm.
So, bla, Komma, bla und bla verstecke ich vor meinem Freund, meiner Freundin im Schrank. Das war jetzt nicht so schwer. So. Ich starte mal kurz mein Teamspeak neu. Jo. Wer wird Teamspeak neu starten? Luti. Ja, dann warte ich kurz. User disconnected from your channel. Oh, manchmal sind doch fiese Dinge dabei, ey. Ich hatte leider keine fiesen Karten mehr übrig. Ach, die habe ich schon alle gespielt. Pulver verschossen. Ja. Du kannst Dump Hand machen, gell? Dump Entire Hand, damit schmeißt du deine ganze Hand weg. Hat das irgendwelche Nachteile dann, oder? Dann kriegt man neue Karten. Nö. Du kannst auch einzelne Karten weglöschen. Ja, das weiß ich, ja. Okay, ich fange mal an. Ich habe eben schon einzelne Karten rausgeschmissen, weil die echt... Inzest mit deinen 15 Geschwistern, kleinpimmliges Arschloch und 3 Kilogramm LSD verstecke ich vor meinem Freund, meiner Freundin im Schrank. Jetzt wissen wir's. Ein trauriger fetter Drache ohne Freunde, kleine chinesische Arbeiterhände und depressive Jugendliche. Die jeden Tag. Nur die Hände? Was ist mit dem Rest? Außerdem heißt das China und nicht China. China heißt das? China. Wenn ich das vorlese, heißt das China. Und depressive Jugendliche, die jeden Tag versuchen, sich selbst umzubringen, weil sie sich hässlich finden, verstecke ich Hände, vor meinem Freund. Och, der arme Drache. Toaster mit Verbrennungseffekt. 70 nackte Frauen und ein Kind, was einen Pädophilen aus Rache vergewaltigt meiner Freundin im Schrank. Hat das Kind noch Hände? Was macht? Was ich wohl... Hat das Kind noch Hände? Vielleicht. Sonst wüsste man ja, in welchem Schrank wir das finden. Was sich wohl Fufu denkt, wenn er alles, das alles hört. Schreck in verschleimter Unterwäsche. Einen Gutschein für eine Gratis-Abtreibung und meine Seele verstecke ich meine Freundin im Schrank. Oh Gott. Du hast da eine Seele? Ich? Keine Ahnung. Die hat er ja am Schrank. Ja genau, die ist ja am Schrank. Postkarten schreiben, ein Schild aus Hundewelpen. Und industrieabfallverseuchtes Güllewasser verstecke ich vor meiner Freundin, vor meinem Freund, meiner Freundin im Schrank. Oh. Ist der aus Totenhundewelpen? Ein Fanshirt von Hitler. Bilder von Leichen, die durch Maden zersetzt wurden. Und Assassinen, die ewig im Verborgenen lauern und merken, dass sie ihren Einsatz schon seit Ewigkeit verpasst haben, verstecke ich meine Freundin im Schrank. Was ist das für eine super Karte? Das ist schwierig. Also, die könnten kein Assassin's Creed spielen? Ja, definitiv nicht. Weil wir würden die alle in meinen Schrank passen. Weißt du, was alles in deinen Schrank passt, wenn man ordentlich nachdrückt? Donnerknalle, ich komm wieder näher. Ah nee, das war von dir. Ach Mann, oh. Hätte ich das gewusst. Ich mag es beim Sex. Oh, warum muss ich immer solche Sachen? Das ganze Spiel sind solche Sachen. Also aber Fufu, doofe Sachen. Fufu, pass jetzt auf, was Kitty dabei denkt, ne? Ja, yeah, natürlich. So. Oh. Okay. Jetzt sind wir mal so. Ihr könnt mich jetzt schon lachen.
Doch, gönn mal. Meint es leider nicht so lustig. Kann ich mag es, wenn Sex über Weiß auf der Straße mit Scheiß eincremen und als Scheißneger bezeichnen zu denken. Okay, Mars, okay. Wieso alles lese klar. Ich das? Du hast es dir angetan. Oh mein Gott. Ich denke beim Sex über Jungfräulichkeit an einen Obdachlosen mit haarigem Schwanz verlieren nach. Ist so. Wer steht nicht drauf? Wer kennt es nicht im Vorbeilaufen? Oh mein Gott, dieser geile Obdachlose. Boah. Oh Gott, oh Gott. Geil. Beim Sex denke ich über ein Amoklauf nach. Ja. Uff. Nehmt euch in Acht. Ich spiele Shooter. Warte, was für Shooter spielst du? Warframe. Warframe. Shooter. Geh weg. Oh, Shooter. Das ist, Warframe ist, finde ich, ein Melee-Click-Simulator. Ja. Ist ein Shooter. So, und weil ich jetzt traurig bin, denke ich beim Sex über Fleischreste im Gebiss meiner Oma nach. So. Damit das schön lang dauert. Ehrlich, ey. Ich denke beim Sex über, wie man ein Seil bestellt und es effektiv nutzt nach. Bastelt. Da gibt es tatsächlich schöne Sachen, die man beim Sex damit machen kann. Warum nicht drüber nachdenken? Das ja. Klingt nach Erfahrung. Ich mag es beim Sex über, eine Leiche zurück ins Leben rammeln nach. Ja, gut. Es tut mir leid, aber der Obdachlose ist halt ziemlich okay. Ja. Cool. Wer will sowas nicht haben? Also, Fufu, jetzt weißt du Bescheid, ne? Was ist Ender? Die haben wir damals auch immer geskippt. Ich weiß nicht, aus welchem kommt. Lugo, kennst du Mr. Ender? Nee, den. Nein. Schade. Ich skipp die mal. Ich kenne nur einen anderen Ender. Von Biocraft damals. Oh Gott. Mr. Ender 12. Ach, oh, der Typ. Ja, okay, ja doch. Daran muss ich gerade denken. Okay, dazu und danach noch, das macht am meisten Spaß. Ja, was macht euch denn am meisten Spaß? Hör mal. Uff. Oh Gott. Kann schon kaum erwarten, ey. Ich kann es schon kaum erwarten. Alles klar, da muss man nicht überlegen. Oh Gott, ich hab den besten Karten. Meiner Meinung nach. Oh wei, Hilfe. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Das ist jetzt so mega bescheuert. Auf was hab ich mich da eingelassen? Ich habe Angst. Ich auch. Wenn das jetzt wieder kleine süße Kätzchen sind, ja? Nein. Also gut. Alles FSK 18. Also. Ein Analtrauma, dazu ein schlechter Handjob und danach noch Weltuntergang. Das macht am meisten Spaß. Okay. Warum nicht, ne? Da würde ich mir eher selber die Kugel geben. Muss man aber nicht. So, schlechtes Vorspiel. Keine Reaktion. Was mit Saugfunktion. Oh, fuck. Und dann noch sich von einem Blutegel am Penis befriedigen lassen. Dann war er weißt du. Ich glaube, ich krieg das Kratzen. Die kommen auch. Wie geht's? Ui, Geier. Kommt die Saugfunktion von dem Blutegel in der Furze? Möglich. Ich weiß es nicht. Titi, stellst du dir doch einfach mal Blut vor. Ich bin dabei. Okay. Juden verbrennt dazu ein Mann vergewaltigen, obwohl man weiß, dass er schwul ist. Und dazu noch
Glas. Glas. Das macht er nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Es ist so braun hier heute. Ach du Scheiße. Dabei waren die Scheißkarten doch schon weg. Oh. Oh. Die Braunen kommen immer wieder. Also die Karten. Ja, ja. Also, Bertha schafft und das... warte mal kurz. Da haben wir das klatschende Baumfeld, von dem wir ja schon mal irgendwie heute geredet hatten. Ja. Ist das widerlich. Oh. Okay, muss was aus. und dann noch klatschendes Bauchfett. Und dazu noch Suizidale. Vorzüge schubsen. Das macht am meisten Spaß. Suizidale sind suizidgefährdete Leute. Ich meine. Uff. Ja, gut. So. Ein Döner mit Nadeln statt Salat essen. Dazu. Aha. Klein. Sind die auch mit im Döner drin? Und dann noch. Die. Hab ich das gesagt? So. Sand in der Vagina haben. Dazu sich die eigene Pause in den Arsch tragen. Und dann noch sich von einer Domina den Absatz in den in den Hoden quetschen lassen. Oh, meine Hoden. Oh, das tut schon wieder weh. Oh, das tut schon wieder weh. Oh, 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 da waren echt sehr gute Sachen dabei. Uff. Die sind eigentlich fast alle gut. Die waren echt alle fast gut. Ah, jetzt ist. Das ist echt zu entscheiden. Aber ich denke. Ein bisschen Narzissmus muss sein. Oh Gott. Oh, das ist so böse, Donner. Jawohl.